Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Western Passion mit Vieh. Ja, ich habe euch ja gefragt, was ihr denn lieber möchtet, Zucht oder Turnier. Vor ein oder zwei Folgen war das und da habt ihr natürlich einstimmig, ja, es war doch eigentlich ziemlich einstimmig, also nicht eigentlich, sondern es war ziemlich einstimmig, dass ihr gerne züchten möchtet, denn das macht mehr Spaß und ist vielseitiger. Und deswegen, es ist jetzt schon Ende März, also wir müssen uns wirklich ranhalten hier. Na? Wir haben hier ein paar Stütchen. Da, nur Stuten. Magic fällt raus. Magic ist noch ein bisschen zu klein. Aber hier Smokey, Kelly, Dancing Queen, Bianca und die Aira, die werden heute alle mal die Kerle besuchen. Und nachdem ja ein paar meiner Stuten, die ich jetzt momentan noch habe, nicht so wirklich vorzeigbar sind für die Hengststation, ja, also wie jetzt zum Beispiel Dancing Queen ist ja zur Prämierung angemeldet, aber leider noch nicht prämiert. Deswegen kann ich sie ja nur von dem eigenen Hengst decken lassen, weil ich sie so ja nicht in der Hengststation vorführen darf. Bei Bianca ist es ähnlich. Bianca hat nämlich die Prämierung nicht bestanden. Ja, Bianca ist nicht so ganz helle im Kopf, aber es sieht gut aus. Das trifft ja durchaus auch auf manche Frauen zu. Und komischerweise sind das immer die Frauen, die eigentlich am erfolgreichsten sind, oder? Also nicht sie selber, aber deren Männer. Okay. Wir wissen noch nicht, was aus Bianca wird, aber vielleicht funktioniert das auch bei Bianca. Ja, dass sie eine erfolgreiche Zuchtstute wird, obwohl sie nicht so ganz helle im Kopf ist. Bei Aira ist das überhaupt kein Problem. Aira dürften wir auch zur Hengststation führen. Die Kelly auch. Ja, die wurde ja auch prämiert. Und na, bei Black Tiger, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Aber man weiß ja nicht, vielleicht würde Black Tiger als Wallach doch auch gerne mal zur Hengststation gucken und mal schauen, was er dort verpasst. Genau, unser kleiner Sherry, der braucht noch ein bisschen. Also mit dem können wir noch nicht züchten und in 3 Monaten ist zu spät für unsere Stuten für dieses Jahr. Also nächstes Jahr gerne vielleicht mal ein Fohlen von Sherry. So, Smokey. Smokey wurde ja auch prämiert, also funktioniert es bei Smokey auch. Und Magic darf gerne noch ein paar Jahre Fohlen da sein, genießen, bevor es dann auch für sie ernst wird. Ja, aber ich kann ja, zack, zack, ich bin ja mal vor einer Weile in einer Mustang-Zuchtgemeinschaft beigetreten. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass ich ja jetzt doch züchten möchte. Ich bin einfach mal beigetreten, weil ich mir gedacht habe, Mensch, könnte eventuell ja mal irgendwann von Nutzen sein. Ja, und jetzt werde ich das auch mal machen. Trail wollen wir ja. Und eine gute Körnote. Und diese Mustangs in der Zuchtgemeinschaft können wir nämlich nutzen, auch für unsere nicht prämierten Stuten. So, jetzt gucken wir uns einfach mal Misty Eyed an. Lasst uns doch mal gucken, was denn Misty Eyed so schön ist. Also er ist ein Red Dun Pintaloosa. Okay. Er hat zumindest schon mal ein gutes Exterieur, denn 1, 2, 3, 4 mal gut. Das dürfte auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Exterieur sein. 6,4 insgesamt. Ja, ein Exterieur von 9,6. Den nehmen wir doch gleich mal. Und ich würde sogar sagen, den nehmen wir gleich mal für Aira. Denn Aira ist unsere beste Stute. Mit dem besten Hengst zusammen wird das mit Sicherheit ein mega cooles Fohlen. So. Er hat Leopard und Tobiano und dann gehen.
Jetzt, Moment, den merke ich mir mal, denn ich habe da ja mal was gelesen wegen doppelt Overo oder doppelt Tobiano. Das ist jetzt halt, Aira hat nämlich schon ein Tobiano-Gen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Aber ich habe gelesen, bei doppelt Overo-Gen oder. Und das gilt ja dann normalerweise auch für Doppel-Tobiano, ist das Fohlen dann nicht lebensfähig? Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, ob ich das noch richtig im Kopf habe oder ob ich da irgendwie was Falsches im Kopf habe. Deswegen würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt erstmal riskieren, sondern ich würde vielleicht jetzt doch jemand anders nehmen von den Damen. Also nochmal zurück zur Zuchtgemeinschaft. Da nochmal Trail und Körnote auswählen. Dann nehmen wir doch vielleicht den Night Dreamer. Der Night Dreamer gefällt mir auch ganz gut. Und der ist brav und ruhig. Trail hat er Potenzial TK2. Naja, okay. Er hat doppelt Leopard. Das heißt, das Fohlen wird definitiv ein kleiner Leopard. Und sonst hat er nichts. Ja, und hier auch. Wow. Der hat, ich glaube, ein Exterieur von einer glatten 10. Nein, 9,9. Okay, zurück zum Pferd. Hier bitte auch mal ganz kurz zurück. Zurück. Ich will hier zurück. Ich möchte bitte hier diesen Night Dreamer nutzen für Aira. Decken lassen. Ja, bitteschön. Dankeschön. Das ist sehr nett. Gut. Noch einmal werden wir hier einen Mann aussuchen. Wir haben ja durchaus hier auch den ersten, den ich ja nicht ausgewählt habe, weil mir eigentlich das mit dem, ja, mit der, das Risiko ist mir zu groß. Weil ich glaube, ich habe das auch bei Facebook schon öfters mal gesehen. So, deswegen werden wir jetzt vielleicht einfach mal den Misty-Eyed mal für die Smokey nehmen. Smokey wurde ja prämiert, also kann es bei ihr ja mit Sicherheit gut sein. Okay, nehmen wir jetzt mal für die Smokey. Da kommt vielleicht auch was Süßes dabei raus. Gucken wir mal. In 11 Monaten wissen wir mehr. Dann haben wir noch. Wir nehmen doch gleich mal den nächsten. Wir gucken uns jetzt mal den Yannick an. Der Yannick ist ein Leopard. Klingt auch nicht schlecht. 6,1 gekürt. 8,9 Exterieur. Klingt gut. Klingt gut. Dann werden wir doch mal mit ihm Kali decken lassen, denn Kali ist ja auch noch prämiert. Oh nein. Ach Mist. Mist, jetzt habe ich es falsch gemacht. Weil eigentlich hätte ich ja nichts zahlen müssen. Ach Mensch, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das heißt also, wenn ihr es so macht, erst auf den Hengst und dann auf Stute decken, dann zahlt ihr was. Wenn ihr es anders macht, so wie wir es vorhin gemacht haben und so wie ich es jetzt nochmal mache, dann zahlt ihr bei der Zuchtgemeinschaft nämlich nichts. Das war jetzt doof von mir, aber so kann ich euch ja auch zeigen, wie man es am besten nicht macht, wenn man in der Zuchtgemeinschaft ist. Das heißt nämlich dann in dem Fall, dass ich halt den Hengst nicht über die Zuchtgemeinschaft genutzt habe, sondern über die Hengststation. Deswegen hat mir auch nur Kali angezeigt, weil Kali noch die einzige prämierte Stute war. Ja, deswegen, wenn ihr es jetzt hier macht, über das, also wenn wir jetzt den Foxfire nehmen als nächsten, mit Nutzen,
dann kommt erstens mal auch Dancing Queen und Bianca. Und jetzt guckt mal hier oben auf unser Geld. Ja? Dann könnten wir jetzt zum Beispiel die Dancing Queen damit decken lassen. Ja, decken. Und dann wird uns kein Geld abgezogen. Das ist der Unterschied. Ach, die 650, die ärgern mich jetzt schon ein bisschen. Gut, dann werden wir jetzt noch die letzte decken lassen. Jetzt bin ich schon wieder in der Hexstation. Ich will hier rein in die Zuchtgemeinschaften. Zoom. Was ist denn eigentlich Western Passion? Ist das die offizielle? Okay. Also da könnten wir theoretisch alles züchten. Hm. Okay. Nee, bleib jetzt erstmal in meiner eigenen. Vielleicht gehe ich nochmal in eine zweite rein. Mal schauen. Aber für das erste Mal, für unser Decken, reicht jetzt eigentlich auch mal die eine Zuchtgemeinschaft. So, jetzt haben wir also die vier da oben schon mal benutzt. Jetzt eigentlich ist mir 5,8 schon ein bisschen zu wenig. Deswegen gucke ich jetzt nochmal. Wir könnten eigentlich nochmal Misty Eid nehmen, weil die Bianca hat ja kein Overo-Gen. So, decken lassen. Ja, decken. Oh. Wie, die erfüllt nicht die Zuchtbedingungen. Papiere, Erbkrankheiten und Mustang, das ist alles. Was ist denn mit Bianca? Hat Bianca keine Papiere? Doch. Ach, Bianca ist ein Quarter. Ah, okay. Das ist ja mal für mich etwas Neues. Aber sie ist eigentlich nicht schlecht, ne? Wenn man es jetzt so sieht. Ich glaube, die wird wirklich gut prämiert. Was machen wir jetzt da? Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare auch reinschreiben, wie wir jetzt Bianca noch, wie wir sie jetzt einfach noch gedeckt bekommen. Sie ist ein Quarter. Ich meine, ich kann ja auch Jojo gehört die Zuchtgemeinschaft, anschreiben, ob sie vielleicht mal kurz, oder Jojo, wenn du zuguckst, vielleicht könntest du mir ausnahmsweise mal kurz das Quarter freischalten, dass ich Bianca noch von dem Hengst decken lassen kann. Das darfst du mir auch gern unten reinschreiben. Ups, jetzt bin ich an meinem Mikrofon hängen geblieben. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr denn eine gute Quarter Zuchtgemeinschaft kennt. Also ich möchte sie aber halt nicht mit einem Quarter Horse decken lassen, sondern ich will sie mit einem Mustang decken lassen. Weil ich will ja eigentlich Mustangs züchten. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Gott, heute habe ich so viele Fragen. Heute habe ich so viele Fragen und überhaupt keine Antwort darauf. Deswegen brauche ich jetzt irgendwie definitiv von euch ein bisschen Hilfe. Ich werde die ganzen Fragen auch irgendwie gar nicht durchlaufen lassen, weil dann hätte ich hier nur Banner, Banner, Banner. Das heißt, jede Frage, die ihr halt einfach von mir rausgehauen bekommt hier in der Folge, wenn ihr die Antwort wisst, schreibt sie unten rein und wir versuchen dann gemeinsam hier ein bisschen weiterzukommen. Okay, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Pferde sauber und gehen mit denen vielleicht auch noch auf ein Turnier. Also jetzt mit Dancing Queen vielleicht nicht. Die sollten wir vielleicht einfach nur mal ein bisschen trainieren. Und dann gehen wir mal zu Bianca. Mit Bianca gehen wir aufs Turnier. Ja, genau, definitiv. Wir gehen mit Bianca aufs Turnier mit Bosal. Starten. Yay! Das klingt super. Ein Score von 100 hatte ich, glaube ich, noch nie. Perfekt. Mensch, Bianca, du wirst ja echt richtig gut. So, Aira. Mit Aira brauchen wir, glaube ich, auch nicht aufs Turnier, sondern mit der sollten wir auch noch mal ein bisschen trainieren gehen.
jetzt ist sie schlecht gelaunt, dann waren die 50 Minuten nicht unbedingt besonders sinnvoll angelegt, aber okay. So, Kelly. Kelly, lass uns doch auch mal mit Sneffel auf dem Turnier teilnehmen. 60, ja, weil sie, glaube ich, Niveau... Doch, sie ist auf Niveau TK2 gerade schon, aber noch nicht besonders gutes TK2. Naja, gut, wir lassen es einfach mal so stehen. Sie kriegt Turniererfahrung, das ist ja auch schon ein bisschen was. Mit Black Tiger gehen wir einfach mal kurz ein bisschen hier longieren. Unser kleiner Jerry. Mit dem gehen wir auch mal kurz longieren. Tschu. Und dann haben wir noch Smokey. Mit Smokey könnten wir eigentlich auch an einem Turnier teilnehmen. Ja, mit Bosal starten. 92, auch nicht so schlecht. Und dann die kleine Magic, die blutet. Oh, du armes Ding. Jo. Okay. Dann gehen wir hier mal auf Trainieren und Erziehen. Und dann ist sowieso gleich der Tag vorbei. Jo. Jetzt habe ich noch 10 Minuten, ist ja gigantisch. Gestern hatte ich mehr Zeit. Gestern habe ich mal wieder ganz viele Hengste geputzt von der Hengststation. Heute schaffe ich wieder mal nur einen. Aber naja, ist ja schon auch okay. Dann hoffe ich mal, dass ihr mir durch meine Fragen ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam finden wir eine Lösung. Und dann wünsche ich euch noch alles, alles Liebe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr neu hier bei mir auf dem Kanal seid, auch gerne ein Abo. Und bis zum nächsten Woche könnt ihr ja noch in einem anderen Projekt von mir reinschnuppern. Bis dann, eure Fi. Tschüss.